So, wir sind auf die 7 Kilometer ran. Wir gehen auf Kommunikation, Kontakte, Unfit Planet und Landeerlaubnis antworten. Verdammt. Blöd ist natürlich, die haben immer nur eine bestimmte Anzahl von Landebasen, also gerade die kleinen. Und wenn die halt voll sind, sind die voll. Docking request denied. Die haben ungefähr immer so 4 oder 3. Ja, und wir sehen jetzt, hier sind da 3, 4 in der Nähe. Das ist natürlich dann nicht so gut. Landeerlaubnis, oder? Dann müssen wir jetzt ein bisschen warten. Zu schnell. Jetzt knallen wir irgendwann auf die Basis. Das haben die dann auch nicht besonders gerne. Müssen wir eine Reparaturkosten zahlen. Nochmal. Docking request denied. Oh Gott. Ja, ich habe keine Waffen gezogen. Also das kann es nicht sein. Halten sich während des Aufenthalts an die Vorschriften des Sternhafens Pilot. Ja, würde ich auch gerne machen. Müssen wir echt warten, dass da jemand rausfliegt. Ah, da ist einer gerade abgeflogen. Docking request denied. Ah. Ich habe mal am Wochenende 10 Minuten davor gewartet und habe gedacht, ja, ich muss vielleicht so landen. Hab's gemacht, haben sie mich abgeschossen. Seitdem warte ich lieber. Die Sache ist halt nur, ich habe jetzt noch 10 Minuten. 10 Minuten sind ungefähr auch die also gibt man jemanden Zeit, um zu landen. Das könnte also knapp werden. Docking request denied. Docking request denied. Ach komm schon. Wahrscheinlich wirklich nur ein Slot oder so. Der Typ wartet garantiert auch schon. So, nochmal anfragen. Docking request denied. Oh Gott. Ich nehme dich gleich unter Feuer. Nee, mache ich nicht. Nicht so. Das schaffe ich noch. Das kriege ich noch hin. Acht Minuten, ne? Das wird echt knapp. Muss ich eine Strafe zahlen? Manchmal muss man Strafen zahlen. Nee, ich kriege für die Aufgabe erstmal nur Belohnung. Docking request denied. Ich will eine haben. Verweigert die mir doch nicht. Docking request denied. Na toll. Wie gesagt, das kann etwas länger immer wieder dauern. Aber das kriegen wir hin. Kann sich nur um Stunden handeln. Docking request denied. Also jetzt langsam geht mir die Zeit echt aus. Hallo. Irgendwas ist gerade explodiert. Docking request denied. Komm schon, ich will da drauf. Guck mal hier so ein bisschen in die Module rein. Ja, im Prinzip
Der Status hier, das kann auch interessant sein. Das können wir uns noch ganz kurz angucken. Da können wir die verschiedenen Rufe angucken, die wir haben. Es gibt eben die großen Fraktionen. Föderation, Imperium, Allianz. Und dann gibt es eben die Systemfraktionen, zum Beispiel die Social Pottery Future, die ist dann eher gehört der Föderation. Dann gibt es das Bureau of Pottery, die sind unabhängig. Wir könnten aber auch, okay, die meisten sind halt dann irgendwie, ja, Pottery Gold Mafia. Und je nachdem, auch welche Fraktionen wir unterstützen, also innerhalb der, wenn wir zum Beispiel jetzt hier eher die Föderation unterstützen, mit dem Social Pottery Future, dann wird die Zuständigkeit indirekt von der Föderation in dem System auch gestärkt. Wenn wir allerdings zum Beispiel wahrscheinlich die Pottery Gold Mafia da unterstützen, dann wird die wahrscheinlich eher geschwächt. Hier sind einfach so ein bisschen Statistiken. Aktuellen Besitz besitze ich 1000, das ist halt die Anfangskredite. Systemstatus hier. Einfach jetzt, es geht natürlich jetzt um das Pottery, wo wir eigentlich keine Mission annehmen. Social Pottery Future, die schwingen gerade ab. Die sind zwar noch die mit der höchsten Einfluss, aber momentan haben wahrscheinlich mehr Leute die Mafia. Sie haben zumindest mal einen Aufschwung. Und das Bureau of Pottery. Und hopp. Docking request denied. Streiken die heute oder was? Hallo, ich will auch nur rein. Ach, da darf der wahrscheinlich das anfliegen. Nee, der fliegt weg. Der fliegt weg. Können wir da jetzt vielleicht. Docking request denied. Es ist noch schlimmer, als einen Parkplatz in Stuttgart zu finden. Irgendwann geht mir der Sauerstoff aus, ich sehe es. Was halt echt schade ist, das wären 2000 leicht verdiente Credits. Und ich habe es locker in der Zeit geschafft, was ich halt. Das Problem ist, ich kann es nicht abgeben, weil ich keine Landeerlaubnis kriege. Oh Mann. Also, einfach mal so, was wir in Zukunft machen. Es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, sich zu etablieren. Also erstmal ist es ja ein Multiplayer-Spiel. Das heißt, wir könnten theoretisch auch echten Menschen irgendwann mal begegnen. Allerdings ist die Welt so groß, dass es am Anfang erstmal schwierig ist. Aber es gibt eben die Berufe des Händlers, des Kopfgeldjägers und des Piraten. Und des Erforschers. Und was ich mir jetzt vorgestellt habe, ist von Anfang erstmal, dass wir uns ein bisschen etablieren können. Dass wir zusammen Händler werden. Docking request denied. Dass wir ein bisschen Händler werden, ein paar Trade-Runs machen, später dann auf ein Mini, also dieses kleine Zeitbeine auf ein kleines Mineship umarbeiten, mit dem wir dann Asteroiden minen können und. Das wird echt knapp. Docking request denied. Sind aber auch so viele Zeitweiter hier in der Nähe. Docking request granted. Jetzt habe ich. Oh, okay. So. Nein. Uah! Nicht die Waffen. Das kommt nicht gut. So, jetzt müssen wir bei uns beeilen, weil sonst schaffen wir das nicht mehr rechtzeitig. Okay, wir müssen den einsam. Wir sehen ihn da vorne. Darf ich mich nur nie. Okay, rot davon, Tempo. Landeklappen rausfahren. Landing gear deployed. Okay. Aber wir haben jetzt wirklich nur noch so eine Minute. Das muss jetzt schnell, schnell, schnell gehen. Also wir haben jetzt 9 Minuten zum Landen, aber eben für die Mission, die. Das wird echt knapp.
dachte, das ist eine chillige. Kommt gut, ihr kommt gut. Perfekt. Und schnell rein, schnell in den Hafen. Bitte. Lass schneller. Schwarzes Brett. Und. Sicherheitschip abgeben. Oh. Geschafft. Das war, die Mission war eigentlich ganz easy, aber sie war jetzt halt wirklich knapp, weil die uns keine Landerlaufen gegeben haben. Aber es wird halt alles reell simuliert. Das ist halt das Problem. Und dadurch kann das halt ein bisschen länger dauern. Okay, das war unsere erste Mission. Super. Zurück. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ja die andere Mission. Die haben hier einen Warenmarkt. Und vielleicht haben die ja künstliches Fleisch. Fisch, Fleisch, künstliches Fleisch. Und wir brauchen 4 Ladungen. Das wäre ja genial. Das sind 368. Jetzt habe ich natürlich keinen Taschenrechner da. Ich habe da hinten das Handy. Das hole ich ganz kurz. Dann können wir mal nachrechnen, ob sich das überhaupt lohnt. Also, es lohnt sich auf alle Fälle schon deshalb, weil wir damit ein klein bisschen Fraktionsrufen machen und uns einfach so aufsteigern. Wir können damit später bessere Sachen kaufen. Aber wir brauchen 4 La. So, Taschenrechner. Da, wir haben einen Taschenrechner. Und das Ganze kostet 386 mal 4. 1540, also wir können uns das auf alle Fälle leisten. Und bekommen würden wir für unsere derzeitige Mission Transaktionsliste 8000, das machen wir einen wunderbaren Gewinn. Das nehmen wir. Warenmarkt. Wir können leider nicht mehr mitnehmen. Die würden uns wahrscheinlich da in der anderen Station auch das Restliche. Aber wir haben nur 4 Ladungen. Deshalb. Und selbst damit müssen wir gucken, dass wir auch damit wieder zurückkommen. Jetzt ist es gut, dass es nicht so weit ist. Aber wir brauchen natürlich noch ein bisschen mehr Benzin. Das heißt, wir müssen da. Oder Treibstoff. Das heißt, wir müssen dann auch ein bisschen Treibstoff tanken. Wo war denn das nochmal? Künstliches Fleisch. So. Hallo? Wie war das nochmal? Ach nein, ich kann. Ach verdammt, die kaufen nur. Ach du Krampf, die kaufen nur. Die haben gar nichts. Ich dachte, die. Ach so, die, ja, verdammt, ich sehe es. Auf Lager hätte ich gucken müssen. Ich habe aber nur hier geguckt. Die haben Nachfrage. Verdammt. Okay, das heißt, wir kriegen hier nichts. Aber wir haben jetzt auf alle Fälle mal ein bisschen Geld genommen. Wir tanken auf. Und ja, künstliches Fleisch kriegen wir wahrscheinlich in einer Landwirtschaftskolonie. Da gucken wir mal, ob wir hier in der Nähe ein Landwirtschaftssystem haben. Wobei, wir haben ja 6 Stunden. Wir müssen jetzt nicht hudeln. Vielleicht finden wir, haben wir hier auch eine gute Mission, die uns trotzdem noch ein bisschen was kriegt. Verdienen Sie noch heute leichtes Geld. Eigenes Schiff wird vorausgesetzt. 5103 Credits. Das klingt doch nicht schlecht. Wir haben aktuell einige Aufträge an freischaffende Spediteure zu vergeben. Unter anderem die Lieferung einer Ladung Polymere zur Station Servo Station im System Bagai. Überdurchschnittliche Entlohnung, Referenz nicht nötig. Alle Bewerber werden jedoch eine Leugnungsprüfung überzogen. Da hat man 3 Stunden. Jetzt müssen wir nur gucken, Jaka Bugai, ob das von uns erreichbar ist mit 2 Tonnen Ladung. Also Jaka Bugai wäre hier, wo sind wir? Everate, wir sind da, also das ist Nachbarsystem, es gibt auf alle Fälle eine direkte Verbindung, das ist gut. Aber jetzt ist die Frage, das können wir hier einstellen, hier sehen wir nämlich die Wege, ob die auch für 2 Tonnen erreichbar sind. Ja, das ist gut, das nehmen wir an. Das können wir noch mal ganz kurz noch mal aufrufen.
Und die Cyber Station, wir gucken erstmal ganz kurz, es ist eine Industrie- und Raffineriestätte mit 1,5. Ja, vielleicht haben die aber auch noch ein bisschen nachher was auf Lager. So, und die Saberi Station. Das ist das hier. Saberoth Station. Das müsste die Saberoth Station hier sein. Die nehmen wir als Ziel. So. Und dann nehmen wir die Mission an. Und dann haben wir unsere zweite Mission am Laufen. Die anderen Sachen, das sind halt so Locate Data Store, da müssen wir was jagen. Illegale Sachen will ich jetzt hier mit dem Anfängerschiff ehrlich gesagt auch nicht machen. Das ist alles ein Ticken gefährlich. So, und wir starten jetzt. Diesmal müssen wir nicht extra rausgehen und anschieben und die ganzen Sachen checken. Das muss man nur, wenn man das erste Mal ins Spiel einloggt. Einfach nur zum Gucken, funktioniert das Gamepad und so weiter, funktioniert der Joystick, ist der richtig kalibriert. So, okay. Wir heben ab. Ich muss nochmal ganz kurz den Bildschirm aktivieren. So, wir heben ab. Turbulade startet einfahren. Gucken mal ganz kurz, ob wir hier irgendwas gerade in der Nähe sehen. Nein. Das heißt, wir müssen entweder unter uns leiten. Wir machen eine Rolle. Das ist der Idealfall, wenn die vielleicht unter uns wären. Ja. Und jetzt müssen wir das Gebiet nur so weit verlassen, dass wir die Massensperre hinter uns lassen können. Sobald es da unten das blaue Fältchen bei Massensperre auf Orange umschaltet, können wir den Hyperspeed aktivieren. Und vor allem, wenn wir jetzt direkt, jetzt ist er weg, wir werden jetzt direkt bis ins Nachbarsystem eingeladen. Aber da haben wir schon als nächstes Ziel dann gleich die Zielstation, weil ich die konnte ich ja dann hier als Route auswählen mit der Systemkarte von dem Planeten. Das sind 4 Lichtjahre. Vielleicht ist das auch ein Planet, den man noch nicht kennt. Aber wir sind jetzt so vielleicht 15, ja, so 14 Lichtjahre könnten wir jetzt etwa von unserem Ursprungssystem entfernt sein.